Geht schon los? Ja. Gucci, that's Louis in my sweater. She like the feel on my levels. I wanna whip on a Tesla. Oh, aber darauf bin ich umso mehr gespannt. Endlich der Pagani Utopia für ca. 3.200.000. Ja, ein Pagani eine Runde zu fahren, was würde ich dafür geben, Bro? Ey, ich kann, Bro, ich würde mein Haus verkaufen. Ich sag dir ehrlich, für einmal Pagani fahren, Bro, zieh mich ab, nimm mein ganzes Geld. Ich bin danach ein Penner, es ist mir scheißegal, Digga. Wow, alter Schwede. Es ist ein V12. V12 ist immer dafür bekannt, dass es leise ist. Und oh mein Gott. Dann noch ein Zünden. Hör dir das mal an. Bruder. Wahnsinn. Von mir aus, ich kann taub werden. Ich sterbe glücklich. Herzlich willkommen. Sonntag 16 Uhr, ein neuer Beitrag. Ganz spontan. Mhm. Gestern Abend waren wir noch hier essen. In, wie heißt das Hotel? Wir sind hier in der Schweiz, in Burolat. Und wenn du mit Daniel unterwegs bist... Natürlich in der Schweiz, Bro. Wo denn auch sonst? Wenn es Deutschsprachige sind, dann können es nur Schweizer sein. Weil deutsche Bruder, wir haben nicht solche Autos, Mann. Wir sind nicht rich. Das erzählt er dir so nebenbei beim Nachtischessen. Ey, weißt du, was morgen kommt? Morgen kommt der ganz, ganz neue... Pagani Utopia. Pagani Utopia. Und dann habe ich gesagt, ey, besorg einen Kameramann. Da kam Tim. Besorg irgendwie einen Ton. Da habe ich einen Ton gekriegt. Nice. Und hier ist das Auto. Yo! Oh mein Gott. In Carbon auch noch. Blaues Carbon. Junge, wollt ihr mich flachsen oder was? So ein böses Auto. Wow. Oder hinten ist einfach nur Smash, Digga. Einfach nur fucking Smash. Na, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, Digga. Es ist... Ah! Es ist ein zu gutes Auto. Die Menschheit hat das nicht verdient. Wir haben es nicht verdient, so ein schickes Auto zu sehen. Das Interieur... Bruder, Pagani, du kleiner Wichser, Digga. Warum machst du so gute Autos? Warum? Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell davor stehe, weil wir kennen ja die ganzen Presseveranstaltungen von 2022, als das Auto vorgestellt worden ist, da war das so ein silbergraues Auto, ne? Aber das ist einer der ersten Autos, der überhaupt an einen Kunden ausgeliefert worden ist. Das ist richtig, ja. Krass, oder? Digga, was für eine geisteskranke Connection braucht man, um dieses Auto zu bekommen? Bro, du musst mit Pagani höchstpersönlich selber gegessen haben, du musst bei ihm geschlafen haben, weil er checkt, Digga, er verkauft das nicht an irgendwelche Scheiß oder so. Alleine die Zweitonlackierung. Das Auto liegt ungefähr bei 3,2 Millionen Euro netto. Netto? Oder und dann noch Steuern, leck meine Eier. Die Nummer 3, als das dritte Auto von Pagani. Der Zonda, legendär, legendär. Dann das kam der... Ich kann den Huayra? Huayra, Alter. Ich sag immer alles, aber Huayra. Und dann jetzt der Utopia. Ich erzähle dir noch eine Geschichte, wie ich zu Pagani gekommen bin. Ja. Anfang 2000 hat mich Horacio Pagani dazu mal angerufen. Er hat ihn angerufen. Oh mein Gott, Digga. Und ich verstehe dich nicht, Digga. Dein Schweizerdeutsch ist zu komisch. Bruder, aber dass er von Pagani höchstpersönlich angerufen wird, wow. Hat gesagt, Daniel... Hast du Lust, die Zondas in der Schweiz zu verkaufen? Okay. Dann sage ich, mein Freund, ich habe keine Ahnung, wer das kauft. Was kosten die überhaupt? Ja. Dann sagt er, 700.000. Dann sage ich, unmöglich, ich kenne niemanden, wo das kauft. Krass. Dann habe ich viele meiner Kunden angeschrieben, angerufen, ja. Niemand hat Interesse. Ja. Und dann plötzlich ruft mich dann einer zurück und sagt, zeig mir mal einen, hast du einen? Dann habe ich einen geholt im Werk. Das war ein Sichtcarbon dazu mal. Mhm. Ein Sonder. Damals schon Sichtcarbon. So. Ein Sonder Roadster. Und den habe ich dann verkauft und so hat das angefangen mit den Sonders. Und vor allem, jetzt kriegst du kein Sonder unter 8, 9 Millionen Euro. Wenn du überhaupt einen bekommst, von den circa 140 Stück produzierten. So genaue Stückzahl haben wir nie gehabt, aber... Das weiß auch niemand. Das weiß aber niemand, aber eine Sache ist ziemlich Fakt. Es sind auf jeden Fall unter 1000 Paganis,
die bisher produziert worden sind, auch mit der dritten Generation. Weil von dem hier, dem wir hier stehen, der Utopia, wurden ja auch nur 99 Stück produziert. Pagani hatte vor, mehr zu produzieren, so circa 280 bis 300 Stück. Aber bei der Präsentation sind direkt 99 Stück verkauft worden. Und an der Zahl hat er auch festgehalten. Und merkt euch bitte jetzt einmal 777. Weißt du, was ich mit 777 meine? Casino. Er will mich zum Casino ver... Alles. Ich setze alles auf den einen Automaten. Entweder alles auf einen Automaten. Ich setze erstmal alles auf Rot und danach alles auf einen Automaten. Und wenn ich gewinne, dann... Ich hoffe mir ein paar Garten. Nein, ich sag's jetzt noch nicht. Ihr habt Zeit, jetzt einzutippen, was ich mit 777 meine. Casino. So, jetzt kommen wir mal zum Auto. Alter, das ist jetzt auch, es regnet leider, es ist Hamburger Wetter in Zürich, aber es ist so, es wirkt blau, es ist aber nicht blau, es ist Blau-Carbon, ne? Es ist alles Carbon, Sichtcarbon in blau, dann schön abgesetzt mit weiß, so eine typische Hypercar-Kombination, sehr dann stark. Schön mit den goldenen Felgen, die setzen sich nochmal ab, Felgen, die machen wir gleich hinten auf, V12 Twin Turbo. V12? Das gibt's gar nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier müssen wir die Lederdinger. Ich kann auch die Türe aufgehen. Und merkt euch die Zahl 777. Was meine ich mit 777? So. Das 777. Das Auto, ja, ich weiß es nicht. Du musst diesen Hebel hochdrücken. Genau, und jetzt. Da ist er. God damn, Digga. Warum? So ein schöner Motor, Digga. Selbst der hat Carbon. Selbst der ist wunderschön. Bro, dieses Auto ist eine Perfektion. My guy, yeah. Was? Es ist alles Smash, Digga. Wow. Eine Presse. Ich bin verliebt in das Auto. Ich würde alles dafür aufgeben. Oder welches geile Auto sieht... Welches Auto sieht bitte von hinten so aus? Ist das dein Ernst? Digga. Ich habe Gänsehaut. Ohne Scheiß. So, AMG. V12 Twin Turbo und vor allem noch heutzutage fast unmöglich oder unmöglich, kein anderer Hersteller bietet das mehr an, kannst du auch als Schalter bestellen und über 70. Nein, es ist zu gut, das Auto. Du kannst es sogar extra als Schalter bestellen. Bro, ich finde allgemein Schaltautos, Digga, es sind einfach Skiller-Autos, Digga. Wenn du einen Schalter fährst, du hast Skill, Digga. Du hast Erfahrung, du weißt, wie man Auto fährt. 70% wurden als Schalter bestellt. Und da kommen wir gleich drin. Digga, ich mag Digga, warum Schalter so gut sind? Dann kann deine Bitch, Digga, die kann auch ein bisschen lernen, so mit einem Spielzeug zu spielen, ne? Ja. Hinzu. Obwohl, nein, ich würde meine Frau niemals dieses Auto oder ein Mädchen niemals, eine Bitch niemals mein Auto. Wenn ich dieses Auto hätte, ich würde ein Mädchen nicht mal reinsetzen lassen mit ihren Heels, Digga. Bevor sie mir einen einzigen Kratzer da reinmacht. Bruder, es darf kein einziger Mensch mit einem Getränk rein, kein einziger Mensch mit einem Essen, nicht ein einziger Krümel. Die müssen vorher deren Klamotten gestaubsaugt haben und vorher unter Dusche gründlich gewesen sein. Erst dann darf man in mein Auto. Was das bedeutet, weil für Pagani war wichtig, dass sein Getriebe offen zu sehen ist, deine ganze Schaltkulisse und so weiter, das war für Pagani sehr wichtig. Stark. Und es gibt eine Geschichte von AMG. AMG hat alles versucht, um Pagani ein 1000 PS mit einem Hybrid verbundenen Motor zu verkaufen in dem Sinne. Wo er meinte, komm, du bringst ein aktuelles Hypercar raus, mach die 1000 PS voll und wir bieten dir das an mit in Verbindung mit Hybrid. Und da hat Pagani ganz klar gesagt, erstmal Hybrid kommt für mich nicht in Frage und zwar. Ja, Bruder, ich muss mir... Nein, ich mache es zur Lebensaufgabe. Pagani. Bruder, Pagani ist der beste Mensch in der Autoindustrie. Er sagt Nein zu Hybrids. Er sagt Nein zu Elektro, er sagt Nein zu Hybrids. Bester Mann, Digga. Zweitens, dann sind wir ca. 400 Kilo schwerer.
Deswegen kam das nicht dazu. Aber jetzt haben sie V12 Twin Turbo mit ca. 865 PS auf 1260 Kilo circa. Das ist krass. Und hier mein Kumpel Michael. Liebe Grüße. Habe ich doch gestern erzählt beim Essen. Ne? Michael Klüppler, der macht fast immer die Pagani-Motoren fertig. Und dann hier diese ganze präzise Arbeit. Alles genau durchdacht, alles perfekt. Es ist hier wirklich nichts, wo du meckern kannst. Oder und auch an gar nichts gespart. Wo du sagen kannst, ja, was ist denn das? Verstehst du, was ich meine? Das hätten sie besser machen können. Selbst mein Motorraumabdeckung mit Sichtcarbon, diese ganzen Kurven, das hier meine ich. Das ist alles präzise. So, und hier ist mein Kofferraum. Das kennen wir ja. Mal gucken, was Dani jetzt dabei hat heute für seinen Zürich-Ausflug. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hast du nichts dabei, oder? Nein, bin nicht. Aber das ist auch geil. Hier jetzt, dein Schnellverschluss-Schlüssel. Alter, wie schwer ist denn das? Boah, krass, wie schwer. Und merkt euch immer noch die Zahl 777, bitte. Okay, ja, jetzt versteht man es, Digga. 777 Kilo wiegt das Ding, oder was? Gleich komme ich dazu. Guck dir das mal an. Das ist doch genial, Mann. Das ist doch echt genial. Guck mal, wie er das wieder schnell reintut. Der hat Angst. Ich hätte auch Angst. Eine Sache. Guck mal, wann hast du das gehabt? Das habe ich letztes Mal bei meinem Fiat Tipo gehabt oder sowas. Dass du einen Kasten mitbekommst, wo du bitte Sicherungen was? Drin hast. Hier, guck mal. Oha. Das hast du doch nicht mal bei den LaFerrari. Das, sowas gibt es nicht. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dieses Auto tatsächlich noch lebt. Und perfekt ist. So, dann haben wir den hier. Zack. Und dann muss er... Digga, was ein schöner Sound. Wie der Koffer, das Hinterteil abgegangen ist, draufgegangen ist. Natürlich hier nochmal zumachen. So. Richtig. Auch hier musst du richtig Hand anlegen. Sehr gut. So, jetzt gehen wir mal erstmal, bevor wir nach innen kommen, gehen wir mal außen durch. Es ist irgendwas zwischen Prototyp, Oldtimer, neueste Technik. Es ist alles drin, oder? Ja. Was denkst du? Das ist so ein super Auto. Wow. Also ich finde, das Auto ist super gelungen. Mhm. Ich find ihn fast noch schöner wie der Huayra. Mhm. Mir persönlich. Die ganzen Details über die Lichter und auch die Einfassung von den Ausdrucken. Genau. Ja. Auch die Spiegel sind unglaublich. Die Spiegel schweben ja. Und dann auch hier ist er seine Linie treu geblieben. Das soll an eine argentinische Dame erinnern. Damn, ist das geil. Mit schönen Augen. Wundervolle Geschichte. Digga, dieses Auto ist voll bepackt mit Geschichten, mit Tradition, mit Herz, mit Leben, mit alles. Bruder, und warum ist da ein Hazard? Warum sieht das so verdammt gut aus? Digga, welcher fucking Ingenieur hat sich das ausgedacht, das in Blau zu machen? Es ist perfekt. Und noch so auf OG-Anzeige. Digga, das ist so ein utopisches Auto. Ich bitte dich, das schreit nach utopisch. Das schreit nach Utopia. Nein, das Auto ist viel zu gut. Normal heißt es Utopia. Wow, wunderfucking schön. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben ein besseres Auto gesehen als dieses. Es gibt auch kein besseres. Ah, das ist sogar ein Schalter. Auf OG mit diesem Stick. Oh mein Gott. Digga, schlitz mich auf. Du hast sogar hier einen Kabelanschluss. Was Pagani kann, ist, Pagani baut keine Autos, Pagani macht Kunstwerke. Ja. Und ja. An jedes Auto ist ein Kunstwerk. Und von den 99 Autos, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Autos gleich produziert werden, gleiche Farbkombination, alles, ist nahezu unmöglich. Das heißt, wir reden immer von einem Unikat, oder? Bevor wir anfangen zu fahren, kommen wir auf die Lösung 777. 777 Kilo. Weißt du nicht? Ihr hattet Zeit, das einzutippen? Also, es sind an dem Fahrzeug 777 Aluminiumteile, gefräste Teile verbaut. Willst du? Das wusste ich nicht. Und jetzt kommt das Geilste, mein Highlight. Ihr wisst ja, dass ich so ein Detail. Ich lag komplett daneben. Teilfetischist bin.
Ein was? Salze, mein Highlight. Ihr wisst ja, dass ich so ein Detailfetischist bin. Okay. Lenkrad, was wir gleich schön in die Hand nehmen, ne? Ist aus einem Alu-Block mit circa 45 Kilo gefräst, runtergefräst, bis wir dieses Lenkrad haben. Circa 1,7 Kilo ist übrig geblieben und es wurden über 25 Stunden an dem Lenkrad gearbeitet. Nur Gott verdammt Riese. Nur am Lenkrad. Für euch als Information, ein G63 dauert circa 100 Stunden, dann steht das Auto. Und hier hat mein Lenkrad alleine circa 25 Stunden gedauert. Dein Fazit außen, was denkst du? Ich finde die Farbe super schön. Mhm. Ich bin nicht so Blau-Fan, okay. Aber ich finde mit Gold und Weiß Autos gelungen. Ich bin ein brutaler Blau-Fan, Bruder, das wäre das perfekteste Auto für mich. Was würdest du, was ist mehr so deine Lieblings-, also Front mehr oder hinten? Was magst du mehr? Das Heck ist fast noch schöner. Ich auch. Ich finde Heck hier auch schöner. Die Schokoladenseite würde ich hier als Heck bezeichnen, weil im Front erinnert er mich zu viel an den Vorgänger. Dürfen wir den einmal starten? Kriegt die Erlaubnis dafür, ein Utopia zu starten, ein Pagani. Wir wissen auch. Okay, komm, weil das müsst ihr euch anhören. Das ist spektakulär. Ja. Wow. Wow. Zu gut, um wahr zu sein. Das ist viel zu gut, um wahr zu sein, dieses Auto. Ich komme nicht auf klar. Herr Schwede, das ist doch genial. Ja, es ist ein V12. Okay. Nochmal. Alter Schwede, euch anhören. Das ist spektakulär. Wow, Alter. Es ist viel zu gut. Meine Cam, Digga. Mein Setup geht noch ganz kaputt. Alter Schwede. Das ist doch genial. Ja, es ist ein V12. V12 ist immer dafür bekannt. Oh mein Gott, Digga. Es hat wieder bei mir. Das Auto ist zu krass. Alter Schwede. Wahnsinn. Okay, aber noch nicht so viel Gas geben, weil wir müssen eine Temperatur erreichen. Ja. Alles klar, dann bauen wir die Kameras rein und fahren los. Digga, ich würde den die ganze Zeit hinterherfahren, bis das Auto endet. Wenn ich mit dem Auto hinter ihm wäre, ich würde, Bruder, egal was für einen Termin ich hätte, ich würde die ganze Zeit nur hinterherfahren. Damn, was eine gute Qualität. Das Auto liegt einfach viel zu gut in den Straßen. Es sieht viel zu sexy aus. Oh, sieht bitte von innen aus. Damn. Es sind ja so Gerüchte, dass du mit deiner Firma mit Inside Cars, Inside Air Cars, ne? Richtig. Die meisten Paganis verkauft das, richtig? Ich habe sicher die meisten Sonders verkauft. Ja. Dazu mal gab es ja noch nicht großen Markt. Ja. Aber es gab viele Sammler, die das gekauft haben. Und dann ist das mit den Jahren, ist das wirklich immer extremer geworden. Und du siehst auch an den Preisen heute, was so ein Auto kostet, das ist unglaublich. Ja, unfassbar, ja. Wie die gestiegen sind auf einmal. Also wenn du mit mir vor 10 Jahren gewettet hättest und ja, mir gesagt hast, das Auto wird jetzt bald 10 Millionen kosten, hätte ich gesagt, unmöglich. Unmöglich, ja genau. Ich habe erstmal wollte ich keine haben und jetzt, wenn du überhaupt einen bekommst, unter 10 Millionen ist eigentlich kaum möglich, oder? Das ist für ein perfektes Auto mit wenig Kilometer, gut restauriert, musst du Minimum 10 brechen. 10, ja genau. 99 Autos, sofort ausverkauft. Es ist wie immer Hypercar-Bereich, okay. 99 ist natürlich keine Zahl, aber der braucht jetzt ein bisschen und dann kommt er doch mal richtig. Hast du die Turbolader? Aber trotzdem lässt sich das Auto sehr einfach fahren. Ist so. Und auch hier durch mein Glas oben. Damn, er hat ein Glasdach. Wirkt das Auto auch sehr großzügig. Das Auto drückt nicht. Weißt du? Das ist echt genial. Aber wie ist die Resonanz auf so ein Auto jetzt? Hast du schon gut? Oder hast du ihn erstmal blind gekauft? Du musst ja immer alles haben. Du hast ja immer die geilsten Autos bei dir stehen. Immer haben, haben, haben. So wie einer Matchbox-Auto sammelt, hast du solche Autos, Mann. Was ist los mit dir? Ich mach das seit 30 Jahren. Das ist deine Passion.
und eine Passion. Du findest immer das Neueste, das Extremste, aber ich sage für dich krass aus. So wunderschön. Ich sage für wirklich nur das, was ich. Digga, du kannst mir nicht erzählen, dass jemand wirklich so ein wunderschönes Auto gebaut hat. Das selber. Okay. Es ist wie ein Uhrwerk. Es ist simpel gehalten, aber trotzdem kannst du dich hier nicht satt sehen. Verstehst du, was ich meine? Das ist schon krass, Mann. Und du willst immer Gang 1 automatisch nach oben, aber du musst vorsichtig sein. Wie bei den alten Ferrari. Genau. Sonst gibt es sofort einen Totalschaden. Nenn mir doch mal einen Hersteller, der noch einen V12-Motor rausbringt und dann noch einen Schalter. Der Pagani kann es natürlich durch die geringen Stückzahlen, ist er nicht an die Richtwerte gebunden, der kann es machen. Aber auch so, die Zusammenarbeit mit AMG funktioniert ja auch einwandfrei. Das heißt, du hast hier ein Kunstwerk, so was 100% funktioniert. W's Mercedes, Digga. W's Mercedes, dass ihr immer noch Pagani treu seid. Oder? Richtig. Die werden ja jetzt, die Motoren werden nur für Horatio Pagani gebaut. Für genau. Genau. Ja. Für ihn entwickelt, genau. Aber in Affalterbach zusammengebaut, genau. Damit da alles auch 100% funktioniert. Aber ich finde auch die Kombination gut. Ich finde es detailliert geil, weil es gibt null Wiedererkennungsmerkmale drin, dass du sagst, ah, da ist ja was von AMG. Nichts. Ja. Außer natürlich der Motor. Wenn du die Motorhaube aufmachst, siehst du es natürlich. Aber Digga, und deswegen auch der brachiale Sound. Drin. Meine Schaltkulisse siehst du bei keinem anderen Fahrzeug. Die ganzen Bedienelemente hier siehst du bei keinem anderen Fahrzeug. Meine Tachoeinheiten, die Zahlen und so weiter. Das ist alles eigenständig. Und da kommt auch der Kurs her. Ich hoffe, dass das von Ton her alles passt. Es war mega spontan, aber die Gelegenheit konnte ich uns nicht nehmen, mit den an einer der ersten Pagani Utopia auf der Straße. Ich würde dem so hinterherrennen, wenn ich ein normaler Fußgänger wäre, ich würde dem so hinterherrennen. Straße. Bruder, guck mal, wie die schauen. Guck mal, wie die Leute schauen. Bruder, da kann man auch nicht wegschauen, wenn du so ein Auto hast. Dann hast du wirklich alles erreicht, Bro. Alles, fucking alles. Du brauchst keine Supra-Yacht, brauchst du nicht. Bruder, du kriegst die heftigsten Blicke der Welt. Individuell sozusagen konfiguriert wurde. Kein Pressefahrzeug oder sonstiges. Genau. Du guckst immer, ob ich die Felgen... Das ist immer so am Gucken, ob ich die... Ich weiß. Ja, was soll ich denn machen? Du redest ja nichts, Mann. Einer der meisten Paganis verkauft hat, der redet neben mir nichts. Das ist unglaublich. Aber erzähl mir was Negatives. Was ist bei Ferrari besser als bei Pagani? Gar nicht. Die Geschichte. Die Geschichte. Ja. Okay. Aber die Geschichte bei Pagani ist auch nicht schlecht. Ja, die ist auch richtig geil, Digga. Der war bei Lamborghini, konnte sich nicht so austoben. Ja. Und dann hat er gesagt, so, jetzt produziere ich meine eigenen Fahrzeuge. Genau. Und dann kommt so ein Goldstück dabei raus. Ist auch geil. Ja. Oder? Er war ein Extremist und wo ich ihn kennengelernt habe, habe ich gedacht, so einen Typen noch nie gesehen, der so extrem ist im Detail. Und das hat mich dann auch wirklich überzeugt, dieses Auto auch anzubieten und mit ihm zu arbeiten. Oder ich möchte einmal im Leben einfach noch Horacio Pagani seine Hand schütteln. Einfach so schütteln, Bruder. Ich werde meine Hand nie wieder mehr waschen. Ich zahle hier weit über 3 Millionen Euro, aber ich habe echt ein eigenständiges Auto. Das ist das, was ich an den Pagani so feiere. Und vor allem, was ich noch sehr feiere, ist, jedes Auto ist ein Kunstwerk für sich. Und wer Ahnung von Kunst hat, weiß so ein Auto zu schätzen. Wenn einer ein Auto haben möchte, wo er sagt, ey, ich möchte, dass alles perfekt ist, alles 100% ist und so weiter und so weiter, dann das findet ist das Auto. Sicherlich für das Geld andere Autos. Zum Beispiel, jetzt ohne Bugatti zu nahe treten, du kannst den Chiron für das Geld kaufen. Aber die Emotion, die dir dieses Auto gibt, die Individualität, die dir dieses Auto hier gibt, kannst du nicht vergleichen. Kannst du nicht vergleichen, das kann dir kein Chiron der Welt geben. Genau. Kein Chiron der Welt. Ja. Das ist viel zu perfekt, das Auto. Viel zu super. Erlebnis, alles. Sprachlos bin ich. Die Flügeltüren sind halt auch so verdammt sexy. Oh, also, was für ein Sonntag. Also, schöneren Sonntag kann es gar nicht. Ja, mein kleiner Bruder hat das auch als Lego. Ich gebe mit so einem Auto in Zürich fahren. Guck mal die Lampen an. Guck dir das mal an. Detailliert, so fährt sich es das Auto so auch.
Scheiße nochmal geil aus. Och, die ganze Zeit am Konzentrieren, wie du schaltest, wie butterweich diese Kupplung ist, aber trotzdem Gang 1, Gang 2 finden und so weiter. Krass. Vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Danke. Danke dir. Und vor allem, wenn du den verkauft hast, versprich mir nur eine Sache. Wir wollen. Eine Provision? Nein, nein, Provision sowieso. Haben wir sowieso. Warte, bevor wir erst, der will noch Espresso trinken gehen. Bevor wir aufhören, versprich mir eins. Wenn du den verkauft hast, wir wollen keinen Kundennamen, nichts wissen, aber ich möchte wissen, für was du das Auto verkauft hast. Sag ich dir nicht. Sag es. Ciao, ciao, ciao. Oder der geht so für 10, 12 Millionen weg, ne? Obwohl er. So froh, ne? Digga, das Auto, wow. Hat den Namen verdient, Utopia. Es ist bodenlos geisteskrank. Bitte lasst ein Like und ein Abo da.